Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter und zwar dieses Mal gegen den Barot. Den haben wir ja in der letzten Folge die Quest freigeschalten. Das war ein sehr deutscher Satz. hier ist er ja schon. Freund in Gefahr. Und es ist auch eine Key-Quest, obwohl es eine Dörfler-Quest ist. Aber ja, den machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme schon wieder hier das Schwert und Schild, denn ich denke, Explosionselement ist bei dem gar nicht mal so schlecht, weil er ja sowieso seine Elementschwäche wechselt, abhängig davon, ob er jetzt Schleim auf sich drauf hat oder nicht. Dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Wir hätten auch noch unsere Morph-Axt nehmen können, unsere Wassermorph-Axt, aber die wird halt schnell etwas doof, sobald sein Schlamm weg ist. Oh. Die Wüste. Dieses nette kleine Wüstengebiet, vor dem ich Respekt habe, weil hier irgendwo dieser blöde Diablos rumlauert. Der ganz, ganz böse Diablos. Den wir hier in diesem Let's Play wahrscheinlich erst in 1 Million Jahren bekämpfen können. Ich glaube, gibt es den auch nur online? Ich weiß es nicht. Oh, der Bloodbath Diablos. Davon gibt es ja schon Monster Hunter Double Cross Folgen. Also auf dem Kanal hier. Was im Endeffekt das gleiche Spiel ist, nur auf Japanisch. Und der ist böse. Aber gegen den müssen wir jetzt nicht kämpfen. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen den Barot. Und der ist ja ganz lieber, ja. Der kann ja geiler Fliege, was er tut. Weil er so ein Weichei ist. So ein Schwächling, den vernichten wir. Wobei ich zugeben muss, als ich das allererste Mal gegen den Barot gekämpft habe, hatte ich Probleme. Also bei meinem allerersten Monster Hunter Spiel. Monster Hunter Try. Oh. Da hatte ich noch Probleme gegen ihn. Aber ich meine, als Noob und so, ihr wisst schon. So ist es halt. Ja. Komm her. Oh. Nicht. Ich will dich aber stören. Komm schon. Easy. Und schon wieder. Der will einfach nicht aufhören. Ich hoffe mal, dass ich hier einfach unter ihm relativ sicher bin. Ich glaube, seine Schwachstelle sind seine Hände. Schon wieder? Was war ich mit dir? Ja. Boom. Ach, schade. Ich dachte, ich kann ihn jetzt umhauen. Oder so. Wer sagt's denn? Aber ja, ich glaube, seine Hände sind die Schwachstelle. Beziehungsweise, habe ich das erst in Monster Hunter World rausgefunden. Weil wer denkt schon daran, dass das die Schwachstelle ist? Ey. Barot, du Stinker. So, das ist sein. Das, was ihn gefährlich macht. Wenn man mal in den Angriff reinkommt, wo er halt mit seinem Kopf gegen einen rennt, wie so ein Verrückter. Und er dann auch noch mehrere davon macht. Dann kann es schon sein, dass er einen in den Angriff mehrfach reinkombot. Wenn man dann irgendwann verwirrt dasteht, dann macht er ihn nochmal und er hört einfach nicht auf, der Drecksack. Der macht das die ganze Zeit. Da muss man halt einfach aufpassen. Und dazu macht der Angriff halt auch noch viel Schaden. Warte mal, still hier. Drecksack. Aber ja, an sich ist er relativ simpel. Wenn man nicht direkt so doof dran steht, wie ich. Wie gesagt. Dann ist man verwirrt, da kommt er dabei so nochmal hergeschissen. Der Drecksack. Aber der hat uns gerade in Ruhe gelassen. Ah, der will sich ein wenig. Im Dreck. Verdrecken, ey. Hör auf, Mann. So kommst du mir nicht ins Haus. Oh. Wuh. Ganz ruhig. Ja. Das macht er gerne. An sich kann man auch einfach nur seitlich laufen, in den meisten Fällen. Oder halt sowas hier machen. Wenn er auf einen zukommt. Falls man denn ausreichend dabei hat. An sich, es ist eigentlich ziemlich einfach, den Angriffen von ihm auszuweichen. Nur wenn man halt mal drin gefangen ist in seinem Scheiß, dann haut's halt echt rein. Da macht's Schaden. Puff! Und ich meine, ich habe jetzt auch noch ein schweres Schild, das ist ziemlich beweglich. Wenn man da jetzt kein schweres Schild hat, sondern was langsam ist, dann kann ich schon vorstellen, dass man da hin und wieder mal von erwischt wird. Weil so wirklich viel Zeit zum Angreifen hat man jetzt nicht. Es geht. Er gehört ja immer noch zu den einfachen Monstern. Meine Schärfe, nicht meine Schärfe, nein.
Pass bloß auf, du. Es ist ja wütend, jetzt muss man aufpassen. So. Hör auf, Mann, ich will dich. Ich will doch nur schärfen, ey. Schau mal auf die Katze, nicht auf mich, du. Der schaut nur drum. Okay, hoffentlich reicht es. Easy. So. Hier muss man jetzt rennen, wenn er wütend ist. Oh, Opfer! Boom, boom, boom. Oh. Gebiete. Ja, ja. Oldschool Monster Hunter. Ja, die schönen Gebieten. Wobei das auch, eigentlich auch ganz nett ist mit den Gebieten. Das mit dem Ladebildschirm ist natürlich etwas nervig, aber es ist um einiges einfacher, Monster zu finden und sowas. Beziehungsweise kann man hier die Gebiete auch so schön themen. Weiß nicht, ob ich. Was ist ein besseres Wort dafür? Halt einfach dafür sorgen, dass es die einzelnen Gebiete halt ihren eigenes Theme sind. So von wegen, hey, das hier ist Wüstengebiet. Und das ist eine coole Höhle in der Wüste. Aber ja. Uiuiui, komm her. Reite ihn! Oder auch nicht. Ist mir doch egal. Wollte ich gar nicht. Da ist umgeflogen. Kann ich noch drauf? Nee, oder? Nope. Ich wollte eigentlich zu den Händen. Der bewegt sich aber so komisch. Oh. Ist ja wieder so. Komm her. Lass die Katze Ruhe. Huch. Was macht der denn? Ist der dumm? Wo? Keine Ahnung, wie er sich. Manchmal bewegt er sich ganz komisch. Och nee, ich wurde erwischt. Kann ich. Nein, ich kann keinen Ausweich machen da. Ah ja. Manchmal bewegt er sich echt ganz komisch. Ich glaube, da ist einfach nur verwirrt, was er jetzt machen soll. Okay. Mann, was passiert hier? Ganz ruhig, du Vollidiot. Ich dachte, aus irgendeinem Grund, Thermikatze am anderen Ende der Map im Visier. Lass Thermikatze in Ruhe! Sie hat dir nichts getan, die Katze! So, und hier fängt er jetzt an, einen blöden Angriff zu machen. Deswegen muss man aufpassen, wenn man so ihm dann hinterher rennt. Dann auf ihn angreifen will, oder auf ihn genau, und ihn dann angreifen will, dann kann es sein, wenn er wütend ist, dass er sich halt ganz schnell umdreht. Und dann landet man halt mit dem Schwert doch gegen seinen Kopf und dann prallt man ab. Und genau in dem Moment wird man dann normalerweise von so einem Angriff erwischt. Oh. Mann ey. Ich bin vor kurzem erst aufgeschaltet, ich kann noch nicht reden, ey. Ich bin noch redbehindert. Moment. Gebiet 10? Ist aber ein kleineres Gebiet und es ist gar nicht so grün, wie es auf der Map aussieht. Komm hier. Du futterst jetzt ganz sicher nichts. Ich habe auch Hunger, ja. Und ich fress gerade auch nichts. Ich respektiere, dass du hier bist. Ja gut, es ist etwas gelogen. Ich habe nur keinen gebratenen Steak dabei. Aber trotzdem. So. Okay. Er ist immer noch. Ich habe ihn irgendwie abgehalten, denke ich. Sonst wäre er nicht so sabbernd. Boom. Oh. Verdammt. Mann, ey. Okay. Da hat er mich erwischt. Der hätte ich einfach blocken sollen. Das war doof von mir. Ah, okay, das war fies. Hilfe! Wie gesagt, der kann ja gut kombot, ey. Lass mich in Ruhe. Schnell. Futtert. Oh, weg hier. Ey. Der haut schon wieder ab. Was macht der denn? Nur am abhauen, der Dude. Schlimm. Kann er nicht mal sich hier auf den Kampf konzentrieren? Ist wahrscheinlich einer dieser neuen Barons, die wo ständig in ihr Handy reinschauen und Videos maximal bis zur 5 Minuten Grenze anschauen können, ohne dass sie nicht mehr wissen, was passiert. Oh Mann. Komm her. Ich würde gerne auf dem Reiten. Aber ich schaff's nicht. Oh, ganz ruhig. Schon jetzt aber. Nein. Bald, wir haben es bald. Ich schwör's. Na endlich! So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich glaube sein Rücken nimmt auch relativ viel Schaden. Oh, das war jetzt doof. Als ich es überhaupt schaffe, ihn umzuhauen.
Komm schon. Schneller. Easy. Aber ich denke mal, auf die Hände gehen ist sowieso für uns besser. Mit unserem Schwert und Schild. Boom. Und was? An sich müsste er wahrscheinlich auch bald kaputt sein. Wenn ich das noch allzu lang aushält. Oh, er hat gar nicht richtig geschrien. Und humpelt er jetzt? Was? Der humpelt doch nicht! Jo, ho, ho. Okay, der hat schon etwas mehr aus anscheinend. Ich meine, wir müssen ja eh noch unsere Waffe verbessern. Die Waffe ist ja an sich... Ich weiß nicht, ob sie schwächer ist als das Langschwert, das ich habe. Es hat halt 30 weniger Rohrangriff, aber dafür hat es halt 15 Blast-Element. Und ich weiß nicht, wie Blast-Element hier berechnet wird. Wobei, obwohl, nein, hier muss es schon anders sein. Hier macht es wahrscheinlich einfach nur so und so viel Schaden. So, keine Ahnung, Explosion 150 Schaden oder sowas. In Monster Hunter Try Ultimate. Da war es ja noch anders. Da hat es ja, ich glaube, prozentual Schaden vom Maximalleben gemacht. Was schon krass ist. Krass OP. Na gut. Darum denke ich nicht, dass es hier auch noch so ist. Sei denn... Die Zahl wurde sehr arg verringert. Ja. Komm schon! Oh! Explosion im Kopf! Oh nein, ich wollte eigentlich. Ich wollte rollen, nicht nach hinten. Jetzt konnte ich es nicht blocken. Nee, okay. Ich dachte gerade, der rennt schon wieder weg. Ich dachte jetzt echt, der will schon wieder in irgendein anderes Gebiet rennen. Ja, auch nicht still stehen bleiben, der Drecksack. Es ist also richtig. Richtig aggro. Voll schnell hier. Bleib mal still. Ha! Wenn du aggro bist, dann bin ich nur noch besser. Pass auf. Boom! Okay, okay. So langsam langweilst du mich, Barot. Verrecke. Du hast dein Glück zu lange herausgefordert. Oh Mann. Ja, er ist eigentlich gar nicht mal so interessant. Der Kollege. Komm her. Ah, gut. Um ihn zu besiegen. Moment. Wenn wir ihn besiegen, dann kriegen wir sowieso noch andere Quests. Und wir haben auch noch eine schöne Königslutrot-Quest. Ah, ich liebe dieses Monster. Das wird bestimmt toll, das wird bestimmt toll. Aber erstmal müssen wir an den Kollegen vorbei. An sich könnten wir auch eine Waffe von ihm machen. Die sind auch oft sehr gut, weil er sehr viel Raw Damage hat. Aber dafür halt sehr wenig Schärfe. Aber wenn das kein Problem ist, dann kann man die Waffen auch gerne von ihm benutzen. Weil der Damage haut meistens echt rein. Er hat dann auch noch dazu weniger Affinität. Aber es rechnet sich meistens trotzdem aus, dass es besser ist. Wobei in Generations Ultimate bin ich mir nicht so ganz sicher, aber viele andere Bots an der Spiel ist es so. Genauso wie mit den Diablos machen. Puh, oh. Ich brauche Schärfe. Dreh dich nochmal. Gut gemacht. Wow. Hey. Komm her. Ich bin halt so doof, das Item zu wechseln. Ach. Eigentlich will ich Affinitätsöl benutzen, aber der will gerade irgendwie nicht was machen, außer dumm rumtanzen. Boom! Oh, da habe ich einmal zu viel auf die Taste gedrückt. Da hätte ich einfach absolutes Ausweichen drücken müssen. Was ist das jetzt für ein Buff, was die uns geben? War das jetzt ein SP-Buff? Ja, das hatten wir ja schon. Oh ja, er humpelt ja endlich. Endlich humpelst du, du Drecksack, du. Ja, unglaublich. Wie du nicht verrecken kannst und so. Es ist schon fast bei 15 Minuten. Dass der einfach länger aushält als so ein Shagaru Magala. Shagaru Magala? Doch, Shagaru Magala. Shagaru Magala. Ja, schon krass. Ja gut, okay, der ist High Rank und der Magala war Low Rank. Aber trotzdem. Komm her. Oh, jetzt dreht er sich wie eine Ballerina. Also war schon seit Anbeginn der Zeit sein größter Traum. Aber leider
leider. Oh! Ist er nicht sehr gelenkig und kann das Ganze vergessen. Darum ist er auch so sauer und haut die ganze Zeit seinen Kopf auf den Boden. Du. Wie weit willst du mich noch schleifen? Wohin willst du noch gehen? Das kann doch nicht so. Muss das sein? Affinität steht hier nicht dran. Hier auch. Moment. Hier dann. Ja, okay. Dieses Affinitätsöl hält, glaube ich, auch nur 3 Minuten, glaube ich. Beziehungsweise nicht allzu lang. Komm her. Oh. Falsche Taste, das war dumm. Ich hab die untere rechte Taste verwenden wollen. Ist es ZR oder einfach nur R? Die habe ich gerade verwenden wollen. Oh, Katzenkill, easy! Dabei muss ich ja. So, ja, okay. Mann, ey. Wenn man mehrere Monster in der Spiele spielt, dann ist man immer etwas mit der Steuerung verwirrt. Aber na gut. Wir haben ihn besiegt. Du bist du tot. Gut. Dann war es das eigentlich hier mit dem. Ich muss jetzt echt mal schauen. Von wegen Rhinoblos killen, weil es gibt noch ein Großschwert, das auf uns wartet. Und ich weiß gar nicht, was ich für das Langschwert brauche. Beziehungsweise würde ich natürlich auch gerne noch die Waffe, die, von wem ist die? Vom Frosch. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die Waffe von dem Frosch verbessern. Tetsukapra. Genau. Also da haben wir ja die Morph-Axt. Und was gibt's noch? Was will ich noch machen? Ich will allgemein noch mehr neue Waffen machen. Und nicht nur Waffen verbessern. Aber dazu brauchen wir erstmal die Materialien. Beziehungsweise die Monster. Materialien habe ich teilweise schon. Und ich will es halt noch nicht machen, wenn ich im Let's Play rein theoretisch noch gar nicht so weit bin. Weil online habe ich ja schon gespielt. Da habe ich ja schon ein paar Cheering-Sachen. Aber halt Fernkampf. Also wird gespeichert. Ja. Gut, dann. Ausnahmsweise mal eine längere Folge. Beziehungsweise eine normale Folge. Wir sind schon fast bei 20 Minuten, ja. Die Monster verrecken nicht mehr so easy. Willkommen zurück. Ja, gute Nachrichten. Bla bla, ist ja wichtig. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Oh nein, was sollen wir jetzt nur machen? Wir haben es nicht gelesen. Oh, oh. Ja. Glück, Questliste. Oh. Und? Oh, Wüste, Urwald, Ujura-Grenzland. Genbrace, Hefferlos. Oh, das hier ist eine, Keygrass übrigens, Kometenjäger. Genauso wie, nee, nicht der Scheiß, irgendwas anderes, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung. Aber hier haben wir jetzt auch den Tetsukabra. Und, ja. Den Kollegen schon wieder. Wo ist unser Königslodrat? Was soll der Scheiß? Egal. Ich bin jetzt aber trotzdem die Folge. Will noch jemand reden? Nö. Gut. Dann nicht vergessen und so. In der Beschreibung gibt's einen Discord-Server, da könnt ihr joinen. Außerdem abonnieren und so, ihr wisst schon. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.